Geile Scheiße. Nein. Blödes Vieh, ich hänge hier an der Wand rum und kann nichts. Aber auch die Grafik wieder, was sich die einfallen lassen haben. Abnormal. Hey. Gut. Oh nein. Original aus Rayman 1. Diese Gegner machen einem echt zu schaffen in Rayman 1. Aber hier sind sie Gott sei Dank, naja. Oh. Ups. Aber hier sind sie Gott sei Dank keine Herausforderung. Da habe ich hinten links gerade noch so was Kleines gesehen. Vielleicht habt ihr das auch gesehen. Wahrscheinlich kennen die meisten von euch das Spiel inzwischen eh auswendig. Weil sie selber schon gespielt haben. Aber da ist mir so was Kleines aufgefallen. Zack. Und zwar... Huhu. Woher weiß ich denn das? Keine Ahnung, zufällig. Wo ist der Trick? Nirgends. Oh mein Gott, okay, es gibt einen Trick. Nicht schlecht. Jetzt dachte ich gerade echt, wir kommen da unten nicht mehr raus und werden bei belebendigem... Kann ich's noch? Und werden bei lebendigem Leibe begraben. Das wäre natürlich nicht so gut gewesen. Ja, und wie kommen wir jetzt wieder hier hoch? Hat da mal einer dran gedacht? Sehr rutschig hier. Hallo, ich will da hoch. Mensch. Ist gar nicht gedacht, dass man erst hier... Mann, jetzt haben wir viele Lumps verpasst. Das dürfte auch schon... Ja, wir haben schon genug wieder verpasst, dass wir die 300 gar nicht erst probieren brauchen. Schade eigentlich. Ich hätte es gern geschafft, die 300 in diesem Level. Aber wir werden ja manches später nochmal machen, manche Level. Und diese Level sind tatsächlich akzeptabel. Die machen mir auch Spaß. Und schon sind wir wieder im Berg drin. Das ist ja immer so ein bisschen das wechselnde Thema hier. Erst bist du aus dem Berg draußen und dann bist du im Berg wieder drin. Och Mann, so knapp daneben. Da unten ist wieder eine Piratenmünze. Die hat mein prüfender Blick gleich schon beim ersten Versuch gesehen. Zack. Zack. Wie komme ich da hoch? So sicher nicht. Gute Frage, wie komme ich denn da hoch? So. So war das zwar nicht gedacht, aber es ist auch eine Möglichkeit. Halt. Komm her. So, die 150 haben wir und die 300 schaffen wir eh nicht. Also müssen wir jetzt gar nicht erst anstrengen. Die Stelle ist ja hart. Boah, da habt ihr aber euch mal wieder was richtig Mieses ausfallen lassen, hey. Zack. Zack. Die Lumps da oben können wir gerade vergessen. Die sind nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir jetzt den Opi erwischen. Diese hier, dann diese hier. So, und jetzt bloß nicht blöd anstellen. Halt. Ah, okay, dann muss man umlenken. So. Genau, und jetzt so. Okay, so war das zwar nicht gedacht. Meine. Also die war jetzt wirklich nicht schwer versteckt. Oh mein Gott. Erstmal das Herz holen. Das ist erstmal essentiell. Boah, du mieses Arschloch. Jetzt kannst du doch nicht springen, hey. Ich mach dich kaputt. Und das war jetzt ein bisschen Table Tennis-like. Ich glaube, der hat ja auch das Spiel Let's Played, ne? Ich bin relativ sicher. Nein, gib mir die Lumps. Wenigstens ein paar. Naja. Immerhin zwei. Boah, mieser Wichser. Dafür hau ich dich. Was für ein cooles Salto der macht. Das ist wie Looping Skaten. Ups. Hä, wie springt man denn da ab? Nein? Nein? Okay, so. Oh, und jetzt sollte man natürlich auch rennen. Geile Scheiße. Und hab dich. Und wieder hoch. Die haben sich echt was einfallen lassen für diese Level. Also das ist wirklich wieder wunderschön gemacht, wie eigentlich jeder Level hier. Hat gereicht, gut. Zack. Einmal drüber. Okay, hier kann man runtersliden und dann geht's hier hoch. Erstmal Lumps holen und jetzt noch die Lumps holen. Und was gibt's da Böses? Oh Gott, ich gucke hier gar nicht mehr hin. Ich renne hier einfach nur durch. Oh mein Gott, was soll... Oh, holy shit.
Okay, das ist in der Tat abgefuckt. Lalalala. Ich warte erstmal ein bisschen. Okay, das war cool. Ich hoffe, sowas kommt jetzt gerade... Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich hoffe, sowas kommt jetzt gerade nochmal. Aber ich wette, diesmal ist es nicht so einfach. Lass mal den hier kaputt schlagen. Okay, die Ranken sind schon ein bisschen weiter mehr drin. Okay, man muss also draufhauen, rausrennen. Muss quasi im Rausrennen draufhauen. Ja, das ist die Lösung für dieses Problem. Boah, das war aber auch schon mal einfacher, ey. Komm schon. Boah, das war aber knapp. Die Piratenmünze konnten wir leider nicht mehr holen. Aber dafür bekommen wir hier nochmal saftigen Bonus. Den wir natürlich nicht einsammeln, weil wir zu langsam dafür sind. Boah, und jetzt kommt das Leck des Todes, hey. Ach, und das hält aber auch nicht wenig. Ist ja interessant. Hey, passt bloß auf. Hihi. Bam. Wir hätten es sogar fast noch zu den 300 geschafft. Eine Piratenmünze mehr. Hm, das hätte ich vielleicht vorher wissen sollen. Egal, uns sind Elektrons momentan nicht so wichtig. Mir geht es vor allem um die Level, dass wir das Spiel durchhaben. Dann können wir uns nämlich immer noch überlegen, was wir so machen. Oder ich mache danach mit dem nächsten Projekt weiter. Das wird nämlich auch episch werden. Zack, 150. Aua. Hm, nicht schlecht. Weiter geht's. Gut, Rayman, du rennst dieses Mal einfach an diese Wand, an diese unsichtbare Wand, gegen die man nicht springen kann, okay? Kletterwetter, sagt er uns, und wir haben schon 88. Man braucht ganze 12 mehr. Dann würde ich sagen, wir gehen erstmal zurück und gucken uns die Truhe genau hier drüben an. Da war die Truhe da oben, wo wir jetzt auch hingehen können. Piratenschatz. Hm, ich habe jetzt erst gelesen Piratenschnitzel und da war ich schon voll happy, dass es hier um Schnitzel geht. Aber dann war es halt doch nur ein Schatz. Und Leute, seid ihr bereit für die überepische Mucke? Ich bin es und deswegen geht's los. Da, da, da. Lauf. Boah, und sie machen einfach wieder genau dasselbe wie das letzte Mal. Okay, wir können es gleich schon wieder vergessen. Ich träume ja immer noch von so einem Piratendinger mal auf den ersten Versuch zu starten, aber ich verkack's dann doch jedes Mal. Da muss man, glaube ich, einen extrem guten Lauf haben, dass man sowas mal wirklich auf den ersten schafft. Boah, wieder ein Timing, hey. Achso, hups, da muss man da durch. Okay, das habe ich nicht gesehen. Ich war mit den Augen schon weiter vorne, um zu gucken, was da abgeht. War vielleicht nicht vorteilhaft. Aber wenigstens sind hier bis jetzt noch keine so Monstersprünge drin. Dieses eine, wo man nicht springen darf, sondern durchgehen muss, war zwar okay, war cool. Hier das hier, wo man einfach nur sich fallen lassen muss. Das war cool. Aber ansonsten... Oh Gott, das ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst, hey. Alter, mit Tauchen. Oh Gott. Gott. Aua. Scheiße. Okay, I see, es ist hart. Dieser Schatz ist nicht geschenkt. Ich glaube, hier werden wir auch die nächste halbe Stunde lang dran sitzen, weil Jump'n'Run kann ich noch, aber Jump'n'Swim oder Run'n'Swim oder Swim'n'Swim, da geht's bei mir aber stark bergab, so richtig stark, so bis zur Geht-nicht-mehr-Grenze. Vielleicht schaffe ich das hier auch gar nicht. Könnte auch gut sein. Aua. Dum, 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 dum. La. Komm schon, geh durch. Ui, ui, ui. Ui, lauft euch zu Wale durch. Und jetzt hier oben hin. Ja, und das war mein Ende. Okay, aber ich werde bei jedem Versuch besser. Das heißt, die Chancen stehen nicht schlecht, dass wir es in den nächsten 1,5 Stunden noch schaffen werden.
Ich glaube zwar nicht, dass ich jetzt so lange hier dran sitze, aber es könnte durchaus sein. Okay, hier durch. Hier drauf. Das Wichtige ist ja auch immer, dass man auch nicht auf die Idee kommt, den Fallschirm zu benutzen. Weil der macht einen nur unglaublich langsam. Uah, fuck. Ja, ja. Wenn man zu spät springt, dann hat das schon so einige Nachteile. Boah, boah, boah. Ich weiß gar nicht, wie schwer dann der nächste wird. Ich meine, die Level werden auch immer länger. Also normalerweise, so weit wie ich vorher gekommen wäre, wäre der Level zu Ende gewesen. Aber von wegen, da kommt dann noch ein Scheiß und noch ein Scheiß. Und dann wird nochmal komplexer und nochmal. Und wow. Immerhin bis jetzt kamen, wie gesagt, diese Mongo-Sprünge, vor denen ich mich schon gefürchtet habe, noch nicht. Aber ob das jetzt so viel bedeuten mag, da würde ich jetzt nicht so viel drauf geben. Auch wenn das hier richtig cool ist. Hier durch und so. Also das macht schon einen Heidenspaß. Komm, geh durch. Geh runter. Geh durch. Geh hoch. Geh runter. Schwimm hindurch. Die haben vielleicht Ideen, hey. Okay, immerhin. Fuck. Okay, es ist Hardcore. Dieses Rausspringen, das habe ich noch nicht so drauf. Weil man kann nach oben drücken. Ich glaube, dann springt er raus. Aber ich habe es einmal geschafft, dass man so nach oben rausspringt, weil ansonsten komme ich ins Feuer rein. Und ich brauche mein Herz für den Teil danach. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass man der Jump'n'Run in einem Spiel das einfacher ist. Wieso, der Wasserschwimmaktion ist nämlich schon ein bisschen hart. Ich meine, das hier ist noch okay. Und das ist einfacher, als ich mir vorgestellt hatte, aber trotzdem. Hier, sowas. Und vor allem dieser... Aua. Aua, okay, weg. Dieser eine Teil, wo man so unten drunter kommt. Also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Wo dieser Berg so runter geht, ja. Also das ist... Das ist schon wieder ein bisschen schwieriger. Uah, komm schon. Ich weiß, dass du es kannst, Rayman. Das hier finde ich eher am coolsten, ja. Du musst dich einfach nichts machen. Du musst dich fallen lassen. Fuck. Ja, die saugen einen gut auf, diese Schlampen. Was? Stacheln. Schlampen sind's auch. Lass mich dich durch. Kommst hier nicht rein. Warum kann sich diese blöde Truhe nicht einfach ergeben? Ich meine, sie weiß, dass ich sie irgendwann trotzdem fange. Und trotzdem geben sie nicht auf. So ungefähr so wie Griechenland. Die wissen auch, dass sie pleite sind. Und geben trotzdem nicht auf. Was war das denn jetzt? Geben trotzdem nicht auf. Und noch ein Versuch.